Jo, was geht? Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Phasmophobia. Mit dabei ist die liebe Phoenixa und der fresh-hype Bacalord. Hey, Was? jo, was geht? Würde ich mich am liebsten aus diesem Truck stürzen, ja? Ja. Direkt. Player has left the party. Jo, was Wir geht? haben heute einen lieben Geist namens James Anderson oder Anderson. Warum so? Und der Ja. geht leider bloß auf Personen, die alleine sind. Was ist denn hier los? Ja, wir sollen gucken, was so ein Geist ist, ein Foto machen, ein Teammitglied Zeuge eines Geisterevents werden lassen und stellen sie der Anwesenheit des Geistes anhand des Bewegungssensors fest. Jo, Ja. tusch mal hin, Also noch. ich habe jetzt EMF und Kamera dabei. Sprachbox und Thermometer. Okay, schön, dass du mit dem Kopf schon Thermometer. rausguckst. Ja, ne, ich hab geguckt, ob die Luft Ich habe rein hier ist. Räder und Ich will ja nicht rein. Schlauchbett. Ghostbusters. Ich bin weg. Ich bin dort, wo der Sachse nicht ist. Ja, da bin ich auch sicher. Natürlich ist es jetzt mit dem Thermometer gar nicht mehr so sicher mit dem Rausfinden, ja, am Anfang. Na, hast du nicht gesagt, die Temperaturen steigen nach und nach? Oder sinken nach und Nee, die sinken nach und nach immer. Also die sind jetzt nicht, die sind nicht so aussagekräftig mehr. Sagst du, musst mit Funk reden, sonst hören wir. Bei uns hat sich aber auch gut Erfolg gehabt. Ich habe hier einen Raum mit 13 Grad. Unten, wenn du reinkommst, links im Gang. Aber warte erstmal noch. Also, wie gesagt. Ich hatte auch gerade den mit 13, aber es war es anscheinend nicht. Ich habe das Feature-Board gefunden. Seid ihr beide oben? Nein. Gerade in der Mensa sozusagen. Aber es scheint es oben nicht zu sein, weil 14 Grad. Schwierig.
Also in dem linken unteren Flügel scheint nichts zu sein. Was sagst du? Ich sage, im linken unteren Flügel scheint nichts zu sein. Okay, ich bin jetzt gerade im Keller unten links gegangen. Also rechts habe ich alles abgesucht. Aber ich habe nur EMF. Aber es könnte sein, dass wir schon in der Nähe waren. Oder halt wirklich unten. Ich bin ja unten. Aber ich habe halt wie gesagt nur EMF. Bei Aktivität, ich habe jetzt gerade geguckt, ich wollte eigentlich auch noch ein EMF mitnehmen, aber habt ihr beide. Aber Aktivität war bei 6. Also vielleicht waren wir schon in der Nähe tatsächlich. Ich hab den Knochen. Ja, ich hab ne Kamera. Ja, ich denke schon selber eine Fix, weil du bist ja irgendwo unten, ha? Der liegt ja oben. Oder bist du weit von der Treppe entfernt? Nee, nicht so weit. Ja, dann komm. Oder sagst du, hast du eine Kamera? Nee. Nee, gut. Ich komme. Ja, aber den Raum haben wir jetzt immer noch, ne? Ja, aber unten auch noch nicht alles durchsucht. Na, warte, dann komm ich mit runter. Eigentlich will ich das gar nicht. Will ich ja runter. Nee, so ein Krach, ja. Was? Wir haben uns fast gekreuzt. Ja, vielleicht wäre es doch gut, wenn jemand mit dem Thermometer nochmal runterkommt. Ja, ich muss ein Bett unten. Das Video-Brett hattest du schon, ne? Ja, das habe ich ja fotografiert. Alles klar. Aber ich habe es halt nicht benutzt wegen der Sanity. Wenn man das benutzt und fragt, wo er ist, sagt er das? Ja, aber dann musst du halt auch wissen, was er meint.
Das ist gruselig, ja. Zeit schon. Aber frag mich nicht wo. Er macht irgendwo einen Tierenspendeschiff. Na, dann bleib ich, wo ich bin. Hier ist nämlich alles ruhig. Wenn du die Treppe, wo wir uns vor uns getroffen haben, dann links weggehst. Okay. Dann muss ich erstmal die Treppe jetzt wieder finden, sozusagen. Hier ist die Treppe. Quasi links den Gang, die ah, ich sehe es. Ja, ich denke ich. Mein Licht? Ja, ja. Ja, du hast das Licht angemacht, der Nette. Er hat sich wieder ausgemacht, ich hab's nochmal angemacht. Also der hat hier auf dem Gang das Licht angemacht, oder was? Mhm. Och nein. Nein. Bitte nicht. Hast du die Türen hier alle aufgemacht? Ja. Weil ich schon systematisch durchgucke. Halt, ja. Da hinten war es relativ leise tatsächlich. Also da war nicht unmittelbar. Also wo ich war, war es auch sehr leise. Hier war es auch sehr leise. Da ist es auch mit drüber. Toll. Warum macht er dann hier unten das Licht an? Aber es kann. Boah, echt jetzt. Thank you.
Seid da? Also wir kriegen ja echt das Problem, wenn wir hier weiter... Ich habe mich mit dir sehr sicher gefühlt. Das ist schön, aber wir kriegen ja trotzdem echt das Problem, wenn wir nicht bald finden, wo der ist. Also hier hinten war nichts. Vielleicht doch oben. Er war oder oben, Gang, ja, oder eben doch ein Ganggeist. Aber das war zu leise für einen Ganggeist. Denke ich auch. Ja. Das denke ich auch. Ich würde fast sagen, oben. Na dann. Na dann lass uns hochgehen. Können wir bestimmt auch bald Pillen einschmeißen. Ja, genau, hoch und dann erstmal raus. Ja, denken. Schon ganz schön lange hier drin. Wir schätzen unsere Sanity ist im Arsch. Na, das denke ich auch. Aber wobei ich glaube, dass es dieses Mal schon ein bisschen näher war. Haben wir nicht gerade die Lichter geflackert? Wir werden jetzt schon paranoid hier. Sprint von einer Tür zur nächsten. Jetzt war er schon ganz schön nahe, Freunde. Ja. So, bitte nicht flackern auf der Treppe. Bitte nicht flackern auf der Treppe. Hier sind wieder alle Türen zu. Toll.
Tür war nicht richtig zu. Beruhigend. Wo geht's denn hier raus? Weit vorne. Weißt du, was lustig wäre? Wenn wir uns in dem Geisterraum verstecken würden. Wo müssen wir denn hin? Sagst du, von da sind wir doch gekommen? Ja, aber hier hinten ist eine Weiterung. Wir hätten dann statt rechts, statt links rechts gemusst. Okay, und dann? Hier hinten sind 10 Grad, 9 Grad, Freunde. Nur zur Info. Was? Hier hinten sind 10, 9, 7 Grad. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Hier sind immer noch 7 Grad. Wo müssen wir denn jetzt. Sagst du, du bist wohin, ne? Jobs. Okay. Im Flur ist es doch kalt. Langsam wird's nicht, ist es nicht mehr schön hier. Der ist auch ganz schön. Der hat die Opa uns abgemacht. Ja, hat er.
auch schon wieder hier hin. Ich fass es nicht. Wo geht's denn hier raus? Verflixt. Hier ist die komische Mensa, aber... Wo hat denn der Sachsen uns hier hingeführt? Um Gottes Willen. Bist du dir sicher, dass wir hier richtig sind? Für mich sieht das irgendwie... Also nichts mehr zum Verstecken, ne? Mutti! Oh Gott! Wollt ihr mich verarschen? Alter, guck unsere Sanity an! Oh wir haben nichts! Wir haben absolut gar nichts! Ja, das ist so aggressiv! Ja. Bei 0% Sanity ist das jetzt kein Wunder mehr, oder? Aber wir wissen ja immer noch nicht, wo er ist. Ich denke, das ist ein Flurgeist, ehrlich. Oh, vor allem war der zweimal bei uns im Zimmer. Also der hat zweimal die Tür aufgemacht. Mein Gott. Weil man hat es ja nicht gehört, weißt du? Man hat's richtig gehört, wie nah der da war, einfach. Ja. Aber Pillen nehmen wir. Ja, fairerweise wird das nicht viel bringen, weil die heilen 50%. Nee. Viel nützen tut uns das jetzt nicht, aber. Nicht mal 50%. Das könnte die erste Folge sein, in der wir alle sterben werden. Ja, ich glaube. Aber wo gehen wir jetzt hin? Achso, den Knochen haben wir fotografiert. Ich werf mal die Kamera weg. Gute Frage, nächste. Hat einer ein Thermometer noch mit, Herr, ne? Ja, warte, ich nehme auch noch eins mit. Nee, okay. Eins reicht, denke ich mal. Jetzt so. Eine Dreiergruppe zusammenbleiben, würde ich sagen. Ja, dann nehme ich jetzt Fingerabdruck mit. Ja. Ich habe Buch und... EMF und Fingerabdruck habe ich jetzt dabei. Da hau ich mein EMF weg und nehme eine Videokamera mit, dass man gleich so viele wie möglich machen könnte drin. Aha. Alter, der ist schon wieder fast auf Zähne. Wir warten mal noch kurz. Der macht einen Teufel. Wir warten mal. Warten wir noch kurz. Aber das ist auch neu, oder? Ob wir vielleicht... Dass die auch jagen, wenn du quasi nicht mal im Raum bist.
Also die haben ja immer Bildaktivität, aber dass sie wirklich jagen oder so, das hatten sie ja sonst nicht. Oder sind Nachwehen von unserem Besuch? Wir haben keine Ahnung, wo genau der ist, ne? Geschweige denn, ja. Wo wir anfangen sollen zu suchen. Boah, wo der jetzt, also, wie der ins Zimmer reinkommt, finde ich halt der Hammer. Mich wundert es ehrlich gesagt. Der war ja noch ein Stück weiter hinten beim ersten Mal. Ich stand ganz vorne. Auf einmal zack, die vor mir die Türe auf. Mich wundert es, dass er uns da nicht sieht, tatsächlich. So ich glaube, der reagiert dann tatsächlich auf Geräusche nur. Ah, okay. Ich habe dir gedacht, nur nicht sagen, nur nicht sagen. Oh, ich habe die Luft angehalten, ey. Dass du ja nicht irgendwelche Geräusche so machst. Total. Also gehen wir alle zusammen, ne? Nein, ich will nicht. Ich will auch nicht, aber... Na los! Und vor allem müssen wir uns jetzt gut merken, wo wir lang. Von hier drehen sind wir gekommen. Ja, müsste links sein. Wir müssen links rum. Hier ist ein Sachs, das ist ein altes Lieblingsversteck. Ich hab nichts zum Überprüfen mit. Ihn einfach mal auf dem Flur versuchen zu triggern. Ja, spawnt irgendwo hier. Schnell kann der nicht sein. Ich würde sagen, wir probieren das hier auf dem Flur direkt. Oder? Sagst du? Ja. Gut.
ist viel zu kurz, um hier noch wirklich zu suchen, also ganz ehrlich. Der muss doch hier irgendwo sein, eigentlich. Doch, Flurgeist. Würde ich auch denken. Ich würde einfach mal jetzt hier auf dem Flur probieren. Mit den. Aber EMF haben wir schon mal nicht, ja. Also gar nicht. Wie denkt er denn? So. Ich bin jetzt einmal den kompletten Flur hier rings. Und überall in den Räumen war es wärmer als im Flur. Aber EMF hat gar nicht ausgestattet. Also, wie gesagt, wir kommen ja nicht mehr allzu weit, denke ich. Zeit Delta, über 3 Grad ist nirgendwo, aber über 3 Grad sind viele Bäume. Dafür ist also viel Fläche. Müssen es, wenn wir jetzt das probieren, wenn wir den jetzt rufen oder ins Buch schreiben lassen, müssen wir es geschickt anstellen, sodass wir uns. Also was nun, ja oder ja? Was? Na, Flur probieren oder nicht? Ja. Schreib ins Buch. Schreib in das Buch. Nicht hier, das wird jetzt alles nichts nützen. Thank you.
genau dort. Hast du gesehen? Mhm. Ich habe mich extra nicht keinen Meter bewegt. Aber bei uns im Zimmer. Aber direkt im Zimmer. EMF? EMF 5. Dann ist es vielleicht auch unser Zimmer gewesen. Wenn der dort erscheint. Oder? Nur mal so als Idee. Gut. Schreib ins Buch. Komm mal rein. Ja, genau. Was denkst du? Nochmal probieren in dem Zimmer? Gegenüber dem Zimmer liegt sie. Hab ich gesehen. Luft. Ja, okay. Bist du da? Schreib in das Buch. Bist du hier? Das kriegen wir nie raus, so. Was hast du? Ich sag, das kriegen wir so nie raus. Wir könnten ja jeden Raum probieren und wissen trotzdem nicht, wo es ist. Und nur weil die Phoenixer hier gestorben ist, heißt das ja noch lange nicht, dass das der Raum ist.
Toll. Jetzt bin ich alleine. Na prima, ihr Kunden. Scheiße. Also ich sage mal so, den Raum lassen wir mal lieber außen vor. Seid ihr beiden mit hier? Oder einer von euch? Habt ihr was zum Werfen? Okay, ihr seid beide hier, das ist aber schön. Ihr habt vermutlich, wenn ihr irgendeine Idee habt, außer EMF5, dann werft mal das Buch. Dachte ich mir. Andererseits hatte die Phoenixa das EMF5, ja. Phoenixa, hattest du das EMF5 in dem Gang, wo wir gerade waren? Wirf einmal. Okay. Sachse, hast du dort irgendwo eine Kamera schon aufgestellt? Wirf einmal, wenn ja. Sachse, komm mal mit her. Ich klicke jetzt langsam die Bilder durch. Was, wenn du das siehst, was deine Kamera sein könnte, dann wirf einfach gegen den Monitor. Okay, also offensichtlich, Sachse, hast du deine Kamera nicht erkannt, nehme ich an. Ha, wirf mal bitte bloß, was denn jetzt, okay, ich nehme an, Abfahrt. Okay, bin ich jetzt nicht ganz böse. Aber wir sind, haben genug Geister-Events gesehen, immerhin. Was, ich logge jetzt irgendwas ein, einfach pauschal, so nach dem Motto, vielleicht haben wir Glück. Habt ihr auch irgendwas eingeloggt? Also ich habe Gin, aber das ist ja irrelevant. Okay, okay.
Shade, okay. Alter. Shade, Boss. Ein Shade? Mhm. Ein schüchterner kleiner Geist. Hm. Ja, klar. Auf Phoenix aber der Alter. Wo der in dem Raum bei uns stand. Alter, mich hat's so gerissen. Ich hab mich keinen Meter bewegt und hab den die ganze Zeit angeleuchtet und hatte nicht mal Lust, die Taschenlampe auszumachen. Ich dachte, oh Gott. Übelsten Herzschlag. Ich hab den aber auch als Geist nicht gesehen. Also ich hab den zwar gehört, aber nicht gesehen. Okay. Aber this ghost was too strong for us. Naja, this level was too big for us, ja. Wir wussten ja. Alter, aber also, es war spannend, aber ich war jetzt echt erleichtert, als ich gestorben bin. Ich auch, ehrlich gesagt. Weil die haben eure Leichen nur so schön übereinander gelegen. Das war so Brüderchen und Schwesterchen gemeinsam im Tod vereint. Alter. Boah, das war übel. Mhm. Wie der in dieses Zimmer reinkommt. Vor allen Dingen habe ich den Sachse, ich habe das erste Mal gesehen, bei hell, also bei Licht, wie das aussieht, wenn jemand stirbt. Mhm. Habt ihr das schon mal gesehen? Irgendwo? Irgendwie? Ja, bei dir. Bei mir. Ah, okay. Bei dir. Du hast dir da so schön an deinen Hals gegriffen und ja, dann warst du für immer tot. Also, aber das war nicht, also wir haben keine Chance gehabt, ja, aber es war eine absolut krass coole Runde eigentlich. Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Also es war halt. Oh mein. Mega spannend. Und vor allem nur ein bisschen über Länge. Fünf Türen. Bisschen bloß, durch, ja. Durch fünf Türen gegangen, durch drei Türen gegangen, wieder kannst du im nächsten Raum schon warten und. Okay, nicht auf Lagern. Vor allen Dingen saß ich. Wir haben jetzt wirklich gesagt, mir tönt ja jetzt ein Zeichen gelb, dass du abfahren sollst. Ja, das hätte jetzt nichts gebracht. Ich wäre schon nochmal reingegangen, da wäre ich halt auch noch gestorben. Aber ja, alles gut. Das Coole war auch, sagst du, du hast direkt vor mir gestanden und ich hörte schon dieses Geräusch. Ich dachte, oh nein, nicht schon wieder ich. Und dann neben mir sehe ich auf einmal, wie du dir deine Hände am Hals legst und dich quasi selber erwürgst. Total cool. Na gut. Oh Mann. Okay. War eine coole Nummer. Braucht erstmal eine Kippe. So Leute, bevor hier die Phoenix anfängt zu ragen, tun wir hier erstmal noch... Tschüss sagen. Tschüss sagen. Ja, macht's gut. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.